Guten Morgen. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass es gestern zwei Videos es gegeben hat. Einmal über das Alter und einmal über die Jugend. Das war eigentlich so gedacht, dass das Sonntag und Montag kommt. Deshalb ja, gibt es heute kein explizites neues Video, außer das von gestern, weil es ja gestern zwei gab. Aber eine Information, die wollte ich schon immer irgendwann mal reinbringen. Und das ist jetzt genau der richtige Moment dafür, weil ja, für ein eigenes Video wäre es einfach zu wenig gewesen. Aber ich möchte euch das unbedingt sagen, weil es mir halt aufgefallen ist. Und zwar folgendes: Paranöse kaufen. Es gibt diese Paranüsse von Lidl. Und es gibt diese Paranüsse von Kaufland und ich glaube auch von Aldi. Das ist, glaube ich, dieselbe Gruppe. Und ich habe jetzt mehrmals sowohl die gekauft als auch die gekauft. Und ich habe keinen Vertrag mit Lidl. Im Gegenteil, ich habe mal ein Video gemacht, warum Lidl scheiße ist. Aber ich muss euch also einfach teilen, einfach als Erfahrung. Weil ich habe ein ganz, ganz intensives Gespür dafür, wenn Sachen angeschimmelt sind. Gerade bei Nüssen. Ich merke das sofort. Andere sagen, hör, das ist doch ganz normal. Aber ich habe das so, dieses Erdige, dieser Schimmel. Ich schmecke den so fein. Ich habe da ein ziemlich gutes Gespür dafür. Ich kann euch sagen, von dieser Firma hier, Mersch Import oder sowas, also bei Kaufland und Aldi haben wir die hier gekauft. Ich habe insgesamt bestimmt sechs Tüten bei Aldi hier gekauft. Und immer wieder, in jeder Tüte war mindestens eine verschimmelte Paranuss. Innerhalb von 2 Jahren jetzt. Ich habe dann immer wieder gedacht, ja, Paranüsse, hin und wieder ist mal eine verschimmelt, bis ich dann auf den Trichter jetzt langsam gekommen bin. Das liegt wirklich am Importeur. Von diesen Sachen hier, die gibt es bei Aldi und Kaufland, ist in jeder Packung eine verschimmelte Paranuss bei mir gewesen. Und dann habe ich durch einen von euch mal bei Lidl die Paranüsse geholt, weil diese hier definitiv aus Südamerika kommen und nicht aus China. Ich weiß gar nicht, ob es hier drauf noch steht, aber irgendjemand von euch hat mal gefragt und mir das weitergeleitet. Und bei diesen Paranüssen habe ich noch nie, und da habe ich bestimmt jetzt schon 10, 15 Tüten von gegessen, habe ich noch nie eine einzige verschimmelte feststellen können. Das heißt, ich kann Status jetzt nur empfehlen, kauft bei Lidl oder kauft diese Firma und kauft auf keinen Fall diese Mersch Import. Das sind sehr, sehr preiswerte, aber die sind auch preiswert. Aber hier war wirklich immer eine verschimmelte dabei. Und es hat lange gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, ja, dass es immer die war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma so dermaßen schlecht arbeitet, dass immer was Verschimmeltes dabei ist. Das heißt, das nur als kurze Information, wenn ihr Paranüsse kauft und ihr habt nicht diese Sensorik dafür, um was Verschimmeltes. Ich kann wirklich echt nur sagen, kauft bei Lidl diese Paranüsse oder komplett woanders, aber nicht hier, Mersch Import. Ich sehe schon wieder einen bösen Anruf von Mersch Import. Das war das letzte Mal, wo ich so eine Firma schlecht geredet habe, aus meinen Erfahrungen heraus, dass dann die Firma angerufen hat. So, das kannst du nicht sagen. Doch, das kann ich, meine persönlichen Erfahrungen. Also, Paranüsse kaufen von Alesto. Ich habe keinen Vertrag, gibt auch keinen Amazon-Reflink. Ich wollte es euch bloß mitteilen. Ansonsten, wie gesagt, das Video von heute ist das Video von gestern, weil ich habe gestern zwei Videos gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir sehen uns morgen gewohnt wieder mit einem normalen Video. Macht's gut. Ciao.